bei uns gerade. Der kann nicht angreifen, den manchen Schaufen da. Jetzt so. Aha, einfach. Hier ist eine Bank. Eine sehr sichere Bank. Okay, guck mal dran. Stasefeld. Achso, wir müssen ja irgendwann ran. Wir fehlen noch zwei Remote Funkkontroll und Remote Res Ortungsmodul. Wir müssen die zum. Wir brauchen. Ah, okay. Dann müssen wir dann da hier ran. Du hast recht, den letzten Ausdruck kann man alleine beherzen. Kann dir nicht sagen, ob du gleich irgendwas spawnst. Deswegen komme ich wieder nach oben, damit nichts spawnt. Weil du bist ja gerade in den Dingen da drin. Da rechts ist nämlich ein Vent. Da wird nächste. Da drüben. Links. Okay, der andere. Zwei von drei Teilen gefunden. Diese letzte. Zusammenbauen. Na dann denke ich mal verteidigen noch mal kurz. Kannst du schon was bauen? Herstellen. Wiederhergestellt. Ziel hinzugefügt. Installieren. So, jetzt bitte runter hier oben hier. Und dann bitte runter. Einsetzen. Hey, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Ist halt ein bisschen hin und her. Ein bisschen scheiße mit dem Spiel, oder? Der hat irgendwie kein bisschen Flow drin an dem. Robot wartet im Bank. Und wieder oben kurz ins Robot zu holen. Mir wurde es gar nicht angezeigt. Ja, wenn du zielst, wird keine Anzeige geben. Da wird alle, wenn du zielst, wird auch kein Videobotschaft hier gezeigt. Und die ganzen Informationen auch nicht, dass du dich eingesammelt hast. Und bereit für den nächsten Einsatz. Ah, der Ende. Ja, die sind da rund. Rechts. Wie lang?
Und wir hochklettern. Laute Anzeige. Wozu ist denn dann. Warum ist denn hier die Tür da oben? Macht da ja keinen Sinn, hier jetzt hier. Was? Gollum? Hier fahren lassen. Das ist Gollum. Das ist Gollum. Sie wollen ihn haben. Oh, da kommt er. Gollum! Gollum ist an dir vorbei. Alter, Gollum geht auf mich! Natürlich geht Gollum auf mich, weil ich bin ja auch irgendwie der Fokus für uns. Du bist ein Markerboy. Oh! Ah, Markerboy ist hier. Das ist hier der Markerboy. Oh nee, da kommt du. Keep clear. 500 Kilogramm maximal. Da wo hast du meine Munition hingeballert, Junge? Feuerrate und Schaden plus 1. Das ist nice. Das finde ich Shotgun wirklich sehr praktisch, sowas. Zuerst das hier? Nee, noch später. Erst hier drüber. Erst Survival! Drück töten. Ne, wir müssen drückt halt betätigen. Oh. Ich muss nicht gedrückt halten, ich muss nur E drücken. Unser Favoritengegner. Der ist zurückgestorben. Ich hab deine Axt. Du auch. Ich hab. Das ist hier. Also, drei Viertel ist fertig. Da kann einer nicht stehen. Die lauten Leute, die halten. Okay, der Tank ist voll. Natürlich. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay, ich versuche den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung, es könnte heiß werden. Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Du hast was? Los, verschwinde da, bevor du geröstet wirst. Alles klar. Dann lass mal ganz schnell hier weg. Ganz, ganz schnell. Aber bei Feuer darf man hier keine Sachen benutzen. Okay. Alter, läuft ja nicht Feuer. Ja. Der ist einfach durch die Mitte durchgefallen. Und bei mir die Beine. Der ist gesplittet, der Junge. So. Doppelsturm, zwei. Letzteren. Du hast blockiert. Du bist kurz stehen geblieben und dann konnte ich nicht wieder. Bin also bei mir, ja, ich weiß, du bist jetzt hier gerannt, aber wir sind irgendwie gestuckt ganz kurz und dann bin ich da vor dir hingeblieben. Wieder im Koop und sterb nicht einmal. Gib mir deine Waffe. Danke. Das ist Powerplay spielen.
oder wie hier heißt, lässig. Ich geht da nicht. Run, boy, run. Ja, da steht ein Feuer. Nach dem rennen wir. Ich geh runter schneller. Startprotokoll wird eingeleitet. Ganz bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Oh, Feuer. Feuer. Also, lecker Feuer hier raus. Ich bin reingelaufen wieder. Du sagst mir Vorsicht, da kommt gleich Feuer. Ich denke mir so, was? Wo, Feuer? Und dann. Ja. Oh, Spiel. Mach doch sowas nicht. Wir können nicht mal looten. Wir können nur abwarten, bis sie verbrennen. Wie das hier stattfindet. Schon. Wollt ihr Papier euch hier? Protokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Schon. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Ja. Beginne mit Systemcheck. Pass auf, hier direkt am Luftschleuse ist da. Oder unten. Ah! Na. Wo ist denn hin? Oh, es kommt runter, du Scheiße, das lässt mal zu. Ja, es bin auch drauf. Ja, bin auch. Ah, das war ja. Feuer, bitte. Ihn heilen. Ah, der Dicker. Weiter mir. Ich glaub, muss zappeln erstmal. Besag jetzt nicht. Ich könnte gar nicht da, das wäre gar. Und wieder nach vorne. Jawohl, und los geht's hier. Wir wollen die Leute hier richtig voll nerven und so. Ich sehe meine eigenen Füße, wenn ich so laufe. Oh, jetzt sind die Leben ja wieder. Alter, hab ich gekillt. Komisch, okay. wenn ich gekillt werde, dann zuckt der irgendwie zusammen. Sieht so aus, als wäre gerade. Als wäre gerade Timmy geworden wäre. Ja, Timmy ist schon am Anfang angestorben. Der Timmy. Er hat hier beide Sprungen geklopft. Was ist denn runter? Startprotokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Lastaufzug.
an. So. Er ist da. Lass den Fokus da. Als ob die Stasis da nicht durchgeht. Bin ich enttäuscht. Er ist auch wieder. Der Dicke. Oh, Feuer. Keine Money. Oh, der lebt noch. Seid ihr? Hat ihn erwischt? Nee, ja, gut. Moment, ist da. Das Schleusentor klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Okay, ich sehe mir den Antrieb an. Eins weiter. Ja, hier. Ein bisschen runter. Beide Dicken hier. Wir müssen da hinten in der Leiter rum. Hier und ich bin nicht runter hier. Da muss ich vom Zwecke gehen. Oh, Feuer. Hinter mir ist nichts. Das geht. Hier auf. Hier ist jemand. Ja. Feuer. Bei den Seiten. Ah, hinter uns auf Feuer. Jetzt ist hinter uns auf Feuer. Wir müssen Fahrstuhl. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Offen. Hier ist offen. Ja, und hoch. Ach stimmt, jetzt kommt die Szene. Wir sind da. Da steckt was im Antrieb fest. Sieht nach militärischer Munition aus. Ich versuche es rauszuholen. Sprengstoff? Oh Gott, sei bloß vorsichtig, Isaac. Isaac, der Shuttle wird jede Minute starten. Was ist mit dem Tor? Der Antrieb hakt immer wieder. Ich versuche ihn so schnell wie möglich frei zu bekommen. Alter, der hat hier voll Dings in sich gekriegt. Er hat's geschafft! Gott sei Dank, Alter! Okay, dann bereiten wir die Dockingbucht mal auf das Shuttle vor. Isaac, wir sehen uns, wenn du zurück bist. Okay. Oh, das hat's. Ah, und jetzt sagst du, hier ist dann das hier gewesen, wo du sagst, es ist hier Loot da gewesen. Eigentlich war theoretisch jetzt Loot hier da. Und die Minen. Drücke Y, lol. Ah, drücke Y, um den Boden auszurichten. Jetzt geht es. TMS Terra Nova. Raumdock. Was hab ich denn jedes Mal so ein scheiß Pfeifen? Hier ist so ein schönes. Der Dicke schießt da. Schießen. Bin nicht gut. Da ist ein. Wo war der? Tage-Dingens. Oh. Tot. Das ist nicht so ein fettes Tentakel-Ding, sondern nur zwei kleine Tentakel-Dinger. Ja, die gut. Sind unten jetzt. Das Problem ist. Aber auch die. Ich hab keine Waffe, die halt für.
Long Range stark ist gerade aktuell. Ich schon. Ach, die Zisten. Ja, sind die Zisten hier. Das sind die einzigen beiden, oder? Ne, da oben sind noch mehr. Es gibt noch viele mehr. Die sind noch nicht offen. Hier sind sie offen. Irgendwie habe ich... Aua! Der hat richtig ein Aimbot gerade gehabt. Sauerstoff. So. Kiste looten. Kiste looten. Loot. Militärantrieb. Schon wieder. Superbot wartet. Hier wäre nochmal so ein Superbot verwirrt. So machen kannst. Was ist ein Tentakel wieder, die Viecher? Meter nach da. Scheiße. Fuck. Da hat er sich geschossen bei dem Munitionsclip. Und? Wie sieht das Shuttle aus? Dieses Ding braucht mehr als nur Hüllenteile. Der Backbordantrieb fehlt. In der Nähe der Greeley ist ein kleines Wrack. Könnte ein Shuttle sein. Das sollten wir uns mal ansehen. Rosen, Locke, machen Sie sich fertig. Sie kümmern sich um den Antrieb. Aber Sir, mein Bein schmerzt immer noch. Ich bitte Sie ja nicht, Kunststücke vorzuführen. Und jetzt Bewegung. Okay. Rosen, wir treffen uns dort. Wenn Sie es sagen. War hier direkt nicht eine Bank gewesen? Ja, dahinter. Dann können wir einfach kurz die Bank koordinieren. Und die drei Upgrades, Plantin abgeben und den Militärstrieb. Verbindung unterbrochen bei mir. Verbindung unterbrochen. Oh, Entschuldigung, hab mich vertippt. Okay. Ich hab mich versehentlich rausgehabt. Warum auch immer, irgendwie war es gerade instinktiv. Hier ist ein Anzug. Erstmal Anzugstation. Anzug wechseln. Ist immer noch das gleiche, oder? Ja. Das ist nicht weg. Ich könnte meine Trefferpunkte nochmal erhöhen. Könnte ich auch. Ich könnte auch die Panzerung erhöhen. Ja, das mache ich dann. Ich könnte die Panzerung nochmal erhöhen. Dann werde ich halt die Gesundheit erhöhen. Gut. Dauer erhöhe ich auch nochmal.
100 Wolfram, okay. So, Panzerung auf 3 und Dauerpunkt auf 3. Mhm, ich auch. Dann erhöhen wir nochmal die Stasis mit der Dauer um 46 Stufe 2. Und Rüstbrück ist mal nicht. Wisst ihr was? Ich wechsle meinen Anzug. Ich hab einen anderen Anzug. Partner, wir haben den gleichen Anzug jetzt. Nice. Wo waren die Bank? Zweite Etage oder dritte Etage? Ich glaube, dritte Etage. Ich sehe nicht. Ich glaube, die dritte Etage, da konnte man nicht hinfahren. Als erstes. Also nicht die dritte Etage mit den Puzzle? Nee. Oder? Nee, war nicht, nee, war nicht, war von der Bank, von der Bahn. Brücke. Ich glaube, nee, die Bank ist. Die Brücke war das, ja, stimmt ja. Wart. Nee, die Bank ist. Die Bank wird hier nicht angezeigt. Was? Die Bank wird hier in dem. Weiter angezeigt. Irgendwann, also nicht hier. Na oben oder unten? Das kann ich nicht sagen. Die Bank zeigt irgendwo hin. Aber man muss ja dann nach oben. Na oben. Glaube ich. Man muss ja nach oben, weil wenn es unten, ganz immer unten sind, anzeigt, dass wir nach oben müssen. In den Fahrstuhl müssen zur Bank. Und wenn sie hier nicht angezeigt wird, dann muss es ja ganz nach oben sein. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Ja. Hieß der Guardian? Wir waren noch niemals hier rausgekommen. Hm. Aber hier ist die Bank. So, nee, Partner will runter. Ja, der Partner will runter. Ah, hier ist die Bahn. Die Deutsche? Sind wir dahinter hier? Aber wir können nicht durch. Nee. Ja, zeigt er. Ja, wir müssen mit der Bahn fahren, sagt er. In der Kommandoturm ist das. Wir müssen zum Kommandoturm. Das wäre der nächste. Mittelstation. Gott, ich hasse diese das Dinger. Ist so weit später, das ist. Was mir das jetzt so hasse, die Dinger? Was? Du hast gerade gesagt, ich hasse diese Dinger. Ich hab gar nichts gesagt. Du hast gerade Matthias gesagt. Ich hab gar nichts gesagt bei mir. Bei mir hast du gesagt, ich hasse diese Dinger. Das war doch, weil wir doch eingestiegen sind wegen den Unsterblichen. Das war doch, da hat das auch schon gesagt. Bei mir hat er jetzt gesagt, ich hasse diese Dinger. Nächster Halt, Kommandoturm. Alles klar. Gib mir all dein Stuff. Militär, André, Platine, ein Schaden, Feuerrotte, Schaden, Schadenclip. Ressourcen abgegeben, Bot bereit für den nächsten Einsatz. Thank you.
So. Schade. So ein Wolfram-Tür-Gedöns machen. Mach ich direkt zwei, dann habe ich nämlich genau kein Altmetall mehr. Ja. Oh, in der ganzen Mitte, der gibt keine Ressourcen, wo man sammeln kann. So, ich habe jetzt zwei. Krieg ich ohne die abhauen hier? Ich habe wieder zwei Wolfram-Tür-Schlüssel. Partner wartet am Aufzug. Na, mal wieder einsteigen. Weißt du wieder, ich hasse diese Dinger. Nächster Halt. Jetzt gibt's nix zum Thema Loot? Nö. Bäb. Ah ja, richtig was hier. Aufzug, du musst ja nicht mit mir fahren. So, unten müssen wir. Bleibst du bei einhändigen Waffen? Ich bleibe bei einhändigen Waffen, ja. Dann mal so ausschließen wir zweihändige Waffen nehmen, oder? Als der ich werde dich nicht aufhalten. Also ich bin mit den Waffen hier sehr zufrieden. Einzelschuss, mit denen ich auch klicken kann. Dann bei dem Plasma-Cutter. Und dann noch das Sturmgewehr. Oh, jetzt ist es drin, der hat hier. EMP. Ah, hier unten ist es halt. Ich würde voll gegen die Wand hier treten. Da unten, da hinten noch. Oder? Hier? Ich glaube, wo wir die komischen Kiste haben, gefunden haben. Wo sind sie hin? Aber wo war die Kiste jetzt? Ich habe jetzt mich total irritiert und verloren gerade. Kaff-Artefakt ist hier. Wo ich bin. Ja, neben drauf. Da, genau neben dir bin ich. Hab ich jetzt. Hier auch bei den Kaff-Artefakt ist auch das Ding zum Ablegen. Wait, Hoshi. Hier an der Decke, wo ich bin.
bist du jetzt halt? Da. Hier genau, wo ich stehe. Da ist das Ding. Käfer! Noch eine 100 Sekunden. Aber es ist uns beeilen. Na ja, hoch. Ist das die richtige Richtung oder? Ne, andere Richtung. Was ist die Bank? Ja, doch, andere Richtung. Wir müssen in andere Richtung fliegen. In die Richtung, wo du gerade fliegst, ist ganz anders. Warte, ein bisschen Sauerstoff. Sauerstoff kriegen wir ja auch bei dem Shuttle. Ja, aber erstmal öffnen, wenn. Solange ich keinen Sauerstoff. Jetzt müssen wir zu Greeley gehen. Also zur Home-Station, also Fregatte ist der Greeley. Ich muss hier nichts werfen. Erstmal kurz ein bisschen Sauerstoff. Tödö. Noch bei der Quick Deal, also schon. Na, da schon wieder dahin. Aber das ist mal außerhalb der Greeley. Modifizierter leichte Fregatte. Think Tank. Klasse XC1. Impulskraft aktiv. Diese Grafik ist ja absolut matschig hier gerade wieder. Ist von 2013, das Spiel. Diese Fliegegrafik hier ist ganz schön matschig. Sehr verschwommen alles. Wir sind da, Ellie. Was müssen wir tun? Wieder 7, Chaos. Echt? Wie viele Predators sind im Spiel? 19. Ist er das? Was? Hey, Sie wollten einen Antrieb? Hier haben Sie einen. Wird gehen. Ist doch scheiße. Genau wie unser Plan. Sind Sie immer so hilfreich? Hey, einige von uns wollen nach Hause, okay? Ich habe alle Leitungen und Wartungsrohre abgetrennt, aber keine Ahnung, wie wir das Ding hier wegbekommen. Ich sehe nach. Packen Sie Ihre Ausrüstung zusammen, damit wir das Ding zur Reparatur bringen können. Wer ist das denn? Wie der hier absteht. Hier wäre noch zum Vorbord wieder. Bitte das Schild. Autsch. Schaffen Sie alles weitere allein? Autsch. Ja, Clark. Ich bin kein Idiot. Und lassen Sie die Einspritzer fest einrasten. Ich will nicht, dass Sie sich mitten im Flug lösen. Da zwei? Arschloch. Okay, Leute, ich habe den Antrieb. Ist alles bereit? Naja, nicht ganz. Wir werden wie Lilliputaner im Zirkus hin und her gestoßen, wenn wir versuchen, ohne Kurs durch die Atmosphäre zu navigieren. Und wenn wir die Flugschreiber aus diesen verlassenen Schiffen nutzen? Ja, stimmt. Wir könnten eine der Routen rekonstruieren, die sie genutzt haben. Ich suche außerhalb der Roanoke. Halten Sie Ausschau nach kleinen Satelliten mit 4 abstehenden Solarmodulen. Satelliten mit Solarmodulen. Alles klar. Ja, hier wäre noch mal... schon wieder ein Spawner. Du stehst in der Luft, Junge. Der krabbelt. Was ist denn los? Der kommt nicht mehr klar in seinem Leben. Er kommt nicht mehr klar in seinem Leben. Der krabbelt im Weltall. Der krabbelt im Weltall herum. Aber wirklich? Holy shit, ey. Der möchte auf sie hinten, der möchte auf den Planeten zurück. Er möchte zu Mami und Papi.
Alter, jetzt killt sie ihn einfach. Ja, weil wir noch 60 Sekunden haben. Shuttle ist dort. Ich sag einfach mal genau. Obwohl ich gar nicht weiß, wo du warst, wo du nicht gekommen bist. Aber ich sag, hatte genau. Nur weil ich eingeflogen bin. Könntest du mich nochmal trainieren? Spielen? Ah, super. Spiel? Hallo? Spiel? Ich komm, ich stecke fest. Nee, ich hab die Orientierung verloren. Ah, hier. Okay. Ja, 20 Sekunden, Junge. Lande doch! Lande doch! Danke! Jetzt müssen wir jetzt zurückfliegen, ja? Nee. So, Ronok. Drei Skets. Flugschreiber finden. Oh. Hin und her. Wieder hin und her. Ja, das ist die Motivation vom den Spiel. Das ist doch schon irgendwie nervig. Weil halt im zweiten Teil sich irgendwie besser gemacht hat alles. Man kommt zu ein, zwei Gegend vielleicht wieder, aber nicht dauerhaft, wo man halt lange laufen muss. Ja, und sag mal so, es hat sich ja trotzdem dann auch nicht viel, aber es hat sich was verändert dann noch immer. Weil entweder die Necromorph haben den Gebiet zu leicht, das Gebiet zu leicht eingenommen. Also fliegt da unten. Oder sind einfach nur Kabel. Ist das? Irgendwas mit Kabel, okay. Was ballerst du denn da? Die Minen. Oh, hier sind wieder. Verzweifelten. Bocker, ich glaube, ich habe einen dieser Flugschreiber gefunden. Gut. Danke. Der Roanoke sollten noch mehr davon sein. Okay, mal sehen, was ich finden kann. Autsch, 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 autsch. Ja, let's go. Schnell mal so. Wo wird es immer noch jetzt hier angezeigt? Das habe ich schon rausgeholt. Muss kaputt gemacht werden. Nein, einfach rausholen. Drauf und unten. Dann brauchen wir drei Stück eigentlich. Ich müsste genug Flugschreiber haben, um eine sichere Route zum Planeten zu rekonstruieren. Super. Und jetzt? Baue alles in ein Navigationsmodul ein, das ich dann an das Shuttle anschließe. Ich muss nur eine Bank finden. Das sollte aber kein Problem sein. Wieder durch die halbe Map wieder fliegen. Alter, wie er direkt rausgesprungen ist und hier gestorben ist. Teile gefunden, alle Objekte gefunden. Setze sie in einer Bank ein. Na komm, lass nehmen wir die Bank direkt hier.
nochmal da rein, wo du gerade bist, da. Ich dachte, jetzt kommt sie gar nicht. Dann fahre ich noch 40 Sekunden. Oh. Ich kann Team wegen. Sesam. Öffne dich. Anzugstation. Hier ist ein Herstellen. Superboot ist zurückgekehrt. Nice. Wenn ihr euch die da draußen hinsetzen. Ja. Wie sieht es mit Stoppmuselpaketen aus? Wie sieht es mit dem aus? So, das war's. Wir sollten jetzt alle Teile haben, die wir brauchen. Gott sei Dank. Und jetzt sollten wir Kurs auf den nächsten Raumfahrtweg setzen und schauen. Nein, Robert, wir fliegen zum Planeten. Nein, Robert. Hey, ich weiß, dass alles so angefangen hat, aber das ist eine Nummer zu groß für uns. Wir können es nicht mit einem ganzen Planeten voller Monster aufnehmen. Wenn nicht wir, wer dann? EarthGov gibt's nicht mehr. Robert, nur wir sind übrig, die das schaffen können, und das weißt du. Ellie, du musst zugeben, dass es Wahnsinn ist. Woher sollen wir wissen, dass es da unten wirklich eine Lösung gibt? Weil du es mir gesagt hast. Im Quartier des Admirals. Du sagtest, abschalten, und genau das werden wir machen. Verdammt richtig. Captain, wir müssen es versuchen. Carver, eine Motorei ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Wenn ich sage, wir gehen nicht, dann gehen wir nicht. Nein, Ellie hat recht. Wir haben eine Chance, und die werden wir nutzen. Sie können entweder mitkommen oder versuchen, uns aufzuhalten. Aber vergessen Sie nicht, tot sind wir hier schlimmer dran als lebendig. Ellie macht das Shuttle startklar, ich bin unterwegs. Details ansehen. Unser Plan steht fest. Wir fliegen nach Tau Volantis. Wenn es eine Chance gibt, die Marker zu stoppen und die Nekromorph-Pest zu beenden, dann müssen wir sie benutzen. Ich muss jetzt nur noch das Navigationsmodul am Nasenkonus der Corsia anbringen. Entschuldigung. Das werde ich nie mehr lernen. Altmetall, 1000 somatisches Gel, 100 Wolfram, ne, hab ich nicht, 750 Halbleiter, 300 Altmetall. Dafür habe ich nicht genug, dafür habe ich nicht genug, dafür habe ich nicht genug. Für die Chinesen. So, Anzahl der Schüsse erhöht. Dreimal Abschuss abschießen mit der Stasis, bevor es weitergeht. Roboter.
Na, hallo Nekromorph, hallo Nekromorph. Hallo Nekromorph. Unten jetzt, ne? Und hier halt. Wie fern hier ist das? Da hinten wird ihr, ja? Ja. Also Leute, ihr wisst, wie der Planet runterkommt, ihr Bienenroboter, ist gut. 97 Meter nach da, alles klar. Ich muss sagen, Electronic Arts, ihr habt hier keine gute Arbeit in den Schienen gemacht. Das ist wenig Horror, das ist mehr mit Piu 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 und ganz viel Boom. 40 Meter noch da. Okay, nebenbei bemerkt, das Navigationsmodul ist installiert. Moment, ich bekomme keine. Ah, jetzt geht's. Und gerade noch rechtzeitig. Sieht aus, als leere sich unser Flugfenster. Komm an Bord. Despawn. Das wissen wir gespawnt. Könnte es ja. Ich freue mich auf dich zu sehen. Und warum der Blick? Das wird doch funktionieren, oder? Unser Fenster kommt gleich. Entweder jetzt oder nie. Hey, und die Sauerstoffeinspritze? Warum sind sie nicht angerastet? Hab's versucht. Die Gewinde sind rostig. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn sich einer davon löst, werden wir in der Kabine verbrennen, bevor die Atmosphäre das erledigt. Tu mir einen Gefallen. Such die Druckanzeige auf der Hauptkonsole und sag mir, wenn die Dichtung funktioniert. Das hat was bewirkt. Die Nadel ist gesprungen. Na, ihr Bienen? Das wär's. Der Druck steigt an und bleibt stabil. Na, Norton, wie geht's dir denn? Bereit, wenn du es bist. Mein bester Freund. Ach ja, ich denke mal, du hast eine Nachricht von ihm bekommen, wa? Von wem? Von Norton. Achso, apropos Norton, wir haben ja noch gar nicht die Dingens gelesen. Ach, dir wird sogar angezeigt, wie lange die Suchbots noch arbeiten. Wahrscheinlich kriegst du doch mehr als nur einen Suchbot. Ja, ich weiß. 10 Minuten bis zur Rückkehr. Datenbank, Kapitel 7. Ne, ich habe tatsächlich kein Dinges bekommen von ihm. Aber hier, Scarf Artefakt 07. Was, Beantwortung 2? Was war denn Beantwortung 2? Ne, das war ein Gespräch einfach nur hier. Mann, geh ich jetzt abbrechen. Ich will es nicht anhören. Tja. Ja. Na, lass den Lärm an. Pilotenlock Captain Wade Hoshi. 30 Flüge in ebenso vielen Tagen. Die CMS Franklin muss einiges einstecken. Aber nichts kriegt diesen alten Vogel unter.
Leider kann ich nicht das gleiche von der Crozier behaupten. Sie bringt meiner Meinung nach mehr Zeit in der Werkstatt als in der Luft. Keiner von uns hat in letzter Zeit viel Schlaf bekommen. Ich lasse meine Crew daher während des Fluges ein Nickerchen machen, als ich die Franklin gestern durch die Wolkendecke flog und meine Crew fest schlief, empfing ich eine Funknachricht. Es war eigentlich nur ein Rauschen, aber ich schwöre, ich hörte jemanden meinen Namen rufen. Am aller seltsamsten. Ach, da ist ein L, das ist immer so, das ist ein I immer. Seltsamsten war aber, dass es wie meine Frau klang. Dabei ist sie seit mehr als 2 Jahren tot. Die sind alle verrückt. Wollen sie ein Medikit haben? Diese Blutdinger da, das ist ja nervig. Geschütz online. Also du bist jetzt hier am Zocken, ja? Ich bin geschützt online. Was ist der denn hier? Ja. Das hier. Na, eigentlich müsste ich so eine Nachricht von Norton bekommen haben. Er wegen dem privaten Channel mit dir nicht geredet hat. Nee, tatsächlich habe ich keine Nachricht gekriegt. Dass er dich, oh, dass er das hasst, das kommt später. Irgendwann kommt eine private Nachricht. Was er in Kava nicht hören kann.